Juhu, juhu, juhu. Da. Ich wieder wegtun. Das Feuer ist aus. Mist. So, wir haben wieder fast einen Liter Fett. So, das kommt hier rein. Und dann gucke ich mal gerade, weil die Ingots müssten jetzt fertig sein, ne? Das ist wieder nur einer. Achso, okay. 9 Stück. Perfekt. Dann bauen wir uns eine Spitzhacke. So. Und theoretisch müssten wir dann jetzt wieder in die Mine fahren. Hm. Ich will aber nicht in die Mine. Was soll ich denn da? Jetzt kann ich ja mal was ausprobieren. Was haltet ihr davon? Wenn ich mal das hier probiere. Es ist schon ein bisschen lächerlich, oder? Es ist schon ein bisschen lächerlich. Warum geht das nicht? Der Entwickler braucht auf jeden Fall nochmal Nachhilfe in logischen Abfolgen, finde ich. Beziehungsweise er sollte da mal ein bisschen was dran machen, weil das macht keinen Sinn, wenn man da mit einer Spitzhacke keinen Stein abbauen kann. Warum denn nicht? Warum sollte das nicht funktionieren? Ne? Also, finde ich, es ist Quatsch. Also, das macht einfach gar keinen Sinn. Naja, egal. Ich will mich nicht beschweren. Doch schon. Ich möchte mich schon beschweren, weil das ist wirklich Quatsch. So, packen wir hier ein bisschen Wasser wieder rein. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Dann haben wir das. Ach komm, ich fahre da jetzt hin. Ich habe jetzt keine Lust dahin zu laufen. Hol jetzt nochmal Wasser. Ein kleines bisschen. Nochmal 20 Liter, weil wir brauchen es ja sowieso, ne? Also um hier über die Runden zu kommen, brauchen wir sowieso Wasser. Ich brauche hier nicht mal einen Baum wegzumachen, sehe ich gerade. Ist ja eigentlich alles easy peasy. Ups. Bodenwelle. Kann ich eigentlich nochmal auf das Auto draufkloppen. Hoffen. Genau. Alles wieder da. Alles wieder in Ordnung bei dem Auto. Hm. Ja, das ist halt echt der Nachteil, dass wir so weit ab vom Schuss sind, dass wir keine Straße in der Nähe haben. Das ärgert mich so ein bisschen an dem Spot. Aber was soll ich machen, ne? Also jetzt habe ich da angefangen zu bauen. Ich werde jetzt nicht nochmal umziehen. Weil das wäre eine echte Mammutaufgabe, das nochmal alles umzuziehen. Ich meine, das könnte ich abseits des Streams machen. Weil ich möchte das Spiel ja eh immer mal weiterspielen und nicht nur im Stream, aber ganz ehrlich, das ist, sehe ich nicht. Das sehe ich irgendwie nicht. Ich meine, ich bin ja auch doof gewesen, warum habe ich da hinten gebaut? Ich hätte ja auch weiter rüber bauen können. Wäre ja alles machbar gewesen. Aber nun ist es halt so und mein Gott. Kann man eigentlich mit dem Ding hier auch auf die Autos kloppen? Das macht gar nichts. Okay. Gut von mir aus. Wir müssen das ja jetzt auf diese Tour machen. Es geht ja leider nicht anders. Mit einer Axt geht's, aber mit einer Spitzhacke geht's komischerweise nicht auf Autos einzudreschen. Das ist seltsam, aber okay. So, ich benutze jetzt mal meinen, ich sag mal, Hack hier, den ich hier entdeckt habe. Man kann nämlich ein bisschen schneller hauen, beziehungsweise man, es gibt jetzt irgendwie so eine Art, hoppla, Glitch. Wenn man auf Sachen draufhaut, ruckelt das jetzt so. Wenn man auf Sachen draufhaut, sofort, man haut auf Sachen drauf und, wieder mal,
Ah, die liebe Sophia, vielen, vielen Dank für den Resub. 39 Monate hier ein Handchat. Dankeschön. Einmal bitte Liebe in den Chat. Bitte, 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 bitte. Was wollte ich sagen? Genau, wenn man das auf Sachen draufhaut, also draufhaut und dann währenddessen der quasi schon gehauen hat, die rechte Maustaste drückt, bricht man die Animation ab und man kann gleich wieder hauen. Spart Stamina, ist mir aufgefallen. Und, ja, man kann einfach schneller hauen. Ich kann nochmal gucken, war hier nicht noch ein zweites Auto irgendwo? Ne. Gerade keiner da. Gerade keiner im Chat. Ja, nicht, na egal. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank. Dankeschön für den Resub. 39 Monate. Meine Güte, ey. Das sind ja, nach Adam Riese schon fast 2 Jahre. Nee, fast 4 Jahre. Okay. Krass. Ja, wie geht's dir? Alles gut? Ich hoffe doch. So, ich fahre jetzt wie gesagt wieder zurück. Gucke nach meiner Munitionssituation. Beziehungsweise wollen wir noch einen Abstecher nochmal in die Mine machen, aber ich glaube, der Berserker ist wieder da. Ich meine, der Berserker ist jetzt wieder da. Essenstechnisch haben wir Hunger, logisch. Essen. Wieder fast gesund. Achso, du hattest ja auch den Scheiß, den ich hab, ne? Aber ich eigentlich auch. Also mir geht's eigentlich fast wieder gut. Dank Antibiotika geht's mir auch wieder gut. Ja, letzte Woche nicht so. Weihnachtsgeschenke brauchen wir uns zum Glück nicht zu kümmern dieses Jahr. Weil wir endlich beschlossen haben, dass wir es nicht mehr machen. Schenke zwar gerne, aber wenn man nicht mehr weiß, was man schenken soll und die Leute sich eh nicht freuen, brauchen wir es auch nicht zu machen. Finde ich. Und von daher haben wir das ja gelassen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist auch ein tollen Pillencocktail. Ja, also ich habe... Donnerstag ging es bei mir los mit Schüttelfrost und Fieber und Kopfschmerzen und allem drum und dran. Freitag bin ich Arzt gewesen, zum Glück Antibiotika bekommen und krankgeschrieben worden und dadurch noch ein paar Urlaubstage gespart. Das keiner gehört. Aber ja, das war ganz gut. So, rein damit. Und mit den, ich glaube, 6 Liter passen nochmal rein, oder? 16 insgesamt, genau. Okay, ja. Aber ja, ansonsten, ja, nö, ansonsten, es geht mittlerweile fast wieder. Ich bin zwar, wir waren zwar heute essen gewesen, und war danach relativ ausgelaugt, muss ich sagen. Also noch nicht zu 100%ig recovered. Aber, mein Gott, ist das so. Man darf auch nicht zu viel verlangen. Gleich wieder. Das muss auch nicht. Ich brauche noch irgendwie einen Schrank. Fällt mir gerade auf. Pack ich das Fett hier rein? Komm, ich pack's hier rein. Ist mir egal. Lecker Fett neben dem Bett stehen. Fett neben Bett. Wir waren bei Nordsee heute mal gewesen. Also, war schon so lange nicht mehr bei Nordsee essen. Haben wir gesagt, komm, lass uns mal hingehen. Maggie war noch gar nicht mit hier in der Stadt gewesen. Dann waren wir einfach mal da gewesen. Einfach mal ein bisschen Fastfood-Fisch. Warum denn nicht? War lecker. Genau. Schenke sie gerne. Meine Eltern so fancy Kochzeug und ich habe ja nicht nur Neffen, die brauchen Zeug vom Weihnachtsmann. Ja, gut. Den Kleinen, ja. Den Kleinen kann man ruhig was zu die kriegen auch was zu Weihnachten geschenkt. So ist es nicht. Aber die Großen nicht mehr. Wie gesagt, freuen sich eh nicht, von daher. Egal. Zum Geburtstag, ja. Rest, nö. Du warst noch nie richtig bei Nordsee essen. Echt nicht? Boah, die haben eigentlich... Die haben halt nicht so viel hier, finde ich. Die haben halt nur so... 3-4 Menüs. Aber dadurch, dass wir halt eben... Wir haben die App ausprobiert. Ohne jetzt Werbung zu machen dafür. Aber als Neukunde kriegst du 5 Euro geschenkt, wenn du die App das erste Mal benutzt und dich registrierst. Da gibt es auch noch tonnenweise andere Coupons drin. Warum nicht? Also,
schönes Stück Hüsch gegessen mit Kartoffeln und Remoulade und habe dann noch so eine Kartoffelbox, die ich eigentlich zum Mitnehmen wollte, um auf die 10 Euro Mindestbestellwert oder Mindestwert zu kommen für den Coupon. Sie hat es aber auf den Teller gemacht. Naja, gut, dann habe ich es gleich mitgegessen und wir haben es uns geteilt. Das war eigentlich ganz gut. So, ja. Kannst du mal ausprobieren. In Leipzig gibt es ja auch genug von den Dingern. Meine ich. So, auf zur Mine. So, 10 Liter haben wir noch drin im Auto. Also haben wir wieder einen Liter verbraucht. Das macht aber nichts, weil ist vollkommen okay. Oder sag mal, fällt mir gerade was ein. Habe ich den hier reingetan? Ich hatte den, glaube ich, hier reingetan, den Kanister. Aber er ist auch hier nicht mehr drin. Naja, macht nichts. Ist nicht so schlimm. Na, ich hätte mir vielleicht noch was mitnehmen sollen für einen zweiten. Ja, gut, das ist jetzt doof. Na, egal. Ich habe gerade überlegt, ich hätte eigentlich noch was mitnehmen sollen für nochmal so einen Zauntor. Dann hätte ich die Mine vorne und hinten abriegeln können, da wo die Zombies sind, und hätte da quasi leichtes Spiel gehabt und hätte mich da nicht irgendwie mit rumärgern müssen. Ah, jetzt ist das so. Ja, in Leipzig gibt es auch ganz viel anderes Zeug. Eben. Da gibt es so viel, was man essen kann. Genau. Das ist richtig. Jupp. Aber uns hat jetzt hier auch einen, was war das, einen Afghane aufgemacht, glaube ich. Ich weiß noch nicht. Also die Karte, ich kenne davon gar nichts. Und ich bin ja nicht so der probierfreudige Typ. Deswegen, ich weiß noch nicht. In Jena hat irgendwo einen Afghanenladen aufgemacht. Ich weiß nicht. Weiß nicht, ob Maggie gerade noch dabei ist. Schatz, bist du noch da? Oder schläfst du schon? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo er genau aufgemacht hat. Kann ich dir gar nicht sagen. War das nicht hier um die Ecke irgendwo? Glaube. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Na, hi. Komm hier. So, den haben wir. Früh genug zugeklappt. Oh, sehr schön. Gute Sachen bei. Ist hier schon irgendwas, was ich abbauen kann? Nee, ne? Ich glaube, hier im Eingangsbereich befindet sich nichts. Ja, ich habe Urlaub. Beziehungsweise bin krank. Deswegen streame ich jetzt einfach noch. Und ja, danke fürs Reinschauen. Danke für den Resub. Und dann wünsche ich auch eine gute Nacht, ne? Bis zum nächsten Mal. Hi. Hey. So, gutes Zeug, gutes Zeug. Hier sind leider nicht solche Barren, ne? Die man abbauen kann. Hm. Okay, wie viele Leben habe ich noch? Okay, geht noch völlig klar. Ist gerade keine. Hier ist einer. Komm her. So, der ist auch tot. Zwei Kartoffeln. Das war wieder ein deutscher Zombie. Hier ist wieder der Hebel dran. Ne? Ah! Schreck mich doch nicht so. Nicht anschleichen, du Sack. Warte, ich habe keinen Stamina mehr. Fick. Geh doch weg. Ach, scheiße. Ich habe nicht gespeichert. Ich habe doch nicht vor der Höhle gespeichert, oder? Habe ich vor der Höhle gespeichert? Nein, habe ich nicht. Ach, Kacke. Warum schleichen die sich denn an? Oh, Mann. Seit wann schleichen die sich denn an? Habe ich jetzt vor der Höhle... Nein, ich habe nicht gespeichert, ne? Ich habe jetzt lange Zeit nicht gespeichert. Scheiße. Ach, scheiße. Tag 49 haben wir gespeichert. Ah! Dass ich das aber auch immer vergesse, ey. Das ist aber auch blöd, das ist halt kein... Habe ich doch gespeichert? Wann habe ich denn gespeichert? Als ich losgefahren bin, scheinbar. Okay. Dann ist ja gut.
Dann nehme ich noch mal ein paar von denen hier mit. Mache ich das wirklich? Ja, ich mache das wirklich. Ne, ist besser, wenn ich das mache, weil... ist besser, wenn ich diese Zauntore dahin stelle und die Zombies dann anlocke und dann quasi immer so etappenweise kaputt machen kann. Lieber so, als wenn ich die dann quasi, ja, so wie sie jetzt gerade gemacht haben, dass sie mich überrennen. Das ist nämlich scheiße. So, zwei müssten reichen. Ich mal. Wir machen noch mal ein paar Nägel. Weiß auch gar nicht, warum ich Schrauben gemacht habe. Bisher habe ich noch keine einzige Schraube gebraucht. Ich kann ja mal gucken. High Quality Metal Scraps. Was mache ich damit? Kann ich die einschmelzen? Guck mal gerade. Weil ich es jetzt gerade einmal in der Hand hatte. Crafting Material. Ne, kann ich nicht einschmelzen. Was macht man damit? Ich weiß es nicht. Hä, wieso habe ich denn nur 7? Wahrscheinlich wegen den Nägeln, ne? Ah, okay. Egal. So, gut. Haben wir alles. Dann nochmal auf zur Mine. Das ist ja gut, dass ich gespeichert hatte hier. Oh, Entschuldigung, Hundi. Ich hab Hundi überfahren. Hoppala. Das war interessant. Warum war denn der da auf einmal? Den habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht habe ich einfach nicht hingeguckt. Vielleicht wollte ich ihn noch überfahren. Ich weiß nicht, ist egal. Hier machen wir hier an. Sehe ich wenigstens, wo ich hinfahre. Huch! Nein, ernsthaft? Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte jetzt hier gerade die Karre irgendwo aufgebockt. So, okay, vorsichtig. Interessant, dass das Gewitter um so vieles lauter ist. Ich glaube, das ist gerade auch ein Bug. Ja, ich bin ja im Auto und theoretisch müsste jetzt das Gewitter leiser sein. Oder der Regen. Um einiges. Naja, naja, naja. Ist er aber nicht. Egal. So. Dann fahren wir wieder zurück zur Mine. Und probieren das einfach nochmal alles raus. So. Ich kann auch... Ehrlich gesagt, ich kann es euch gar nicht sagen, warum. Warum mir dieses Spiel so Spaß macht. Ich weiß es nicht. Es hat irgendwas, was es interessant für mich macht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach dieses, ja, Survival-Flair gepaart mit so einem, ja, relativ gutem Realismus, gerade in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist es das. Ich kann es aber nicht genau sagen, was es ist, was es für mich so interessant macht einfach. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich auf jeden Fall gespeichert. Ich wollte das Ding hier. Es macht mir auf jeden Fall tierisch viel Spaß. Und bisher habe ich auch noch keine Abnutzungserscheinung am Spiel selber. Keine Ahnung warum. Es passt einfach. Macht mir mehr Spaß als Vollpreistitel. Ganz ehrlich. Auch wenn es so ein bisschen buggy ist und was weiß ich nicht alles. Aber, mein Gott. Scheiße. Ist ja interessant. Das ist ja interessant. Also wenn man hier anfängt zu bauen, dann kommen die Typen auch angescheißert. Ich dachte mir, ich baue den mal fix dahin, damit wir Ruhe haben. Aber offensichtlich muss ich die erst töten und dann darf ich anfangen zu bauen. Okay. Gut. Weil sie mich erst nicht angegriffen haben, habe ich auch nicht abgebrochen. Dachte mir so, okay, rennen wir zurück oder so. Aber nein, sie haben echt gewartet, bis ich fertig bin. Und dann so im Kreuzfeuer schön kaputt gemacht. Naja, egal. Oder vielleicht muss ich die weiter hinten hinbauen, da wo die Lore ist. Vielleicht greifen sie mich dann nicht an. Wir probieren das mal. Das ist jetzt gerade so ein bisschen experimentieren.